Hallo alle, liebe Freunde der Blasmusik, willkommen beim neuen Lenkerflock. Ich wünsche euch einen wunderbaren Dings, die pumpt, der Kopf rotiert und das Blanschbecken explodiert. Ich hab da ja gegebt. Das war original sinnlos, denn letzte Nacht hat sich's wieder seines Wassers entledigt. Ich finde das höchst problematisch, würde die Anwältin sagen. Bin schon am Überlegen, ob ich nicht in diesen Luftring da oben ganz viele Löcher reinmache und BU-Schaum reinspritze. Wenn da mal BU-Schaum drinnen ist, dann schwimmt das auf und der Fall ist erledigt. Das ist so mal die kreative Überlegung. Ja, ich bin auf dem Weg zu Gericht. Ja, ich werde noch mal eine Akteneinsicht machen, weil ich schlampigerweise etwas, naja, nicht übersehen, aber nicht gemacht habe, weil ich mir dachte, das ist eh nicht notwendig. Und aus aktueller Sicht ist es notwendig, dass ich es mache. Ja, dann stellt sich die Frage, wie wird sich die Wetterlage entwickeln? Es ist gerade perfektes Betonierwetter. Allerdings betoniert keiner. Mal schauen, ob ich das noch tue. Und ich habe mich gerade erfolgreich mit Adobe Acrobat geärgert, der sich weigert, 63 Seiten aus einem Dokument zu löschen, die ich unbedingt gelöscht brauche. Bin schon gespannt, was ich da wieder damit mache. Naja, ich werde kreative Lösungen finden, werde Ideen haben und ganz tolle Sachen fabrizieren. Ist Freitag Kinder bei Oma, das heißt Entspannung am Nachmittag und Therapie und sehr spannende Entwicklungen zwischen den Erwachsenen in unserer Familie. Es muss nicht alles leicht sein, schon gar nicht am Schulschluss. Schulschluss ist sowieso eine wackelige Katastrophensituation. So ist das. Ja, so machen wir das. Ich hätte Vorrang gehabt. Das heißt, ich muss da fahren. Und der hat das sogar gewusst. Und dann fahre ich. Ich bin ja begeistert. Und dann gibt es noch immer Leute, die rauchen. Ich bin immer wieder fasziniert, dass es das gibt. Ich wäre viel zu sierig. Apropos sierig, ich habe gestern 7.000 Euro überwiesen. Jetzt ist es aus mit dem Geld. Ja, was schlecht ist, weil Rechnungen angekündigt sind. Wir werden schauen, wie wir damit umgehen. Ich werde jetzt die aktuellen Ausgaben massiv reduzieren, bis zum Null, habe ich mir gedacht. Und dann schauen wir weiter. Und älter wird man. Ich beobachte da gerade einige Menschen, die ich kenne. Nette Menschen, die auch alle älter werden. Wenn die anderen älter werden, ist doch das Risiko, dass ich selbst älter werde, auch sehr groß. Sehr bedrohlich, sehr problematisch. Naja. Wir werden das schon hinkriegen. Essen. Okay, da bleiben wir jetzt stehen. Essen werden wir auch irgendwas. Ich tendiere heute sogar zu Suppe und Restbrot. Mal schauen, ob das geschieht. Ich werde euch eventuell später... Ja, ich weiß, die Bilder habe ich euch nicht gegeben. Die Bilder vom... was war das? Vom Swing Kitchen habe ich noch immer nicht eingeblendet. Bin gespannt, ob das heute passiert. Ich habe ja große Zweifel. Aber vielleicht... Mist, die Hoffnung stirbt zuletzt. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber sie stirbt. Schaut euch die grünen Wolken und die blaue Musik an. Und dann sage ich euch vielleicht noch was. Das ist das große Konzept des Lebens. Ratzfatz ist das gegangen. Wollte ich noch was sagen? Ich bin ein Genie. Ja, ich bin ein Genie. Warum bin ich ein Genie? Ich bin heute circa eine halbe Stunde vor dem PC gesessen. Davor habe ich mit meinem Sohn etwas gespielt. Uno. Feuchtes Gefrastgurt bei Uno. Ich sag's euch, da hat man so... Er hat gleich mal... Am Beginn hat er gleich mal 27 Karten jedem gegeben. Damit es nicht so kurz ist, ja? Hat er das gemacht.
Und dann hat der sowas und er hat die ganzen guten, also wo der die guten Karten, die mit dem Plus 4 und Plus 2 und so hat er alle gehabt. Ich habe gerade mal eine Farbwechselkarte gehabt im ganzen Spiel. Naja, ein bisschen verdrängt. So, ich bin jedenfalls ein Genie, denn dann bin ich so circa eine halbe Stunde vorm Rechner gesessen und habe es ernsthaft geschafft, während ich dort gesessen bin, mich zu verletzen. Ich habe mein linkes Schienbeinmuskulatursystem beschädigt. Es ist unglaublich, wie unfähig ich bin. Das nicht beim Betonieren, nicht beim Mähen der Koppel, nein, beim Sitzen vorm PC tue ich mir weh. Das ist eine Leistung, oder? Das muss mir mal jemand nachmachen. Es ist unglaublich. Naja. Der Kreisverkehr nimmt zu. Also, es wird schon immer runder hier. Ich bin begeistert. Jetzt kommt mir da ein Bagger entgegen. Da fürchte ich mich hier gleich. Schauen wir mal, wo er hinfährt, der Bagger. Ich wurschte mich da durch. Ja. Jetzt gehe ich nochmal kurz zum PC und werde meine Fotos übertragen und PDFs draus machen. Und dann werden wir überlegen, wie wir den heutigen Tag... Es sind Wolken am Himmel. Also, wenn ich heute nicht betoniere, betoniere ich nie wieder. Das ist schon mal klar. Soll ich mich da jetzt... Soll ich zuerst oder soll ich danach? Was meint ihr? Ich habe nämlich vor, ein Doppelfeld zu machen. Ich mache aus zwei kleinen Feldern ein großes, obwohl man das nicht darf. Das hat aber strategische Gründe, denn wenn ich es nicht mache, dann wird es nie fertig. Und dann habe ich mir gedacht, dann mache ich doch lieber zwei, aus zwei mache eins. Ja, dafür mache ich an anderen Stellen aus eins zwei. Das ist auch schon entschieden. Ganz tolle Sachen mache ich da. Man könnte auch, man könnte natürlich eine Trennung reinbauen. Man könnte eine Platte, vielleicht eine Eisenplatte oder eine Aluplatte reingeben. Dann würde sich das vollautomatisch trennen. Aber zu faul ist der alte Mann. Ja, ich freue mich jedenfalls, dass es mir ganz gut geht. Ich bin ja seit vorgestern ausgesprochen gut gelaunt. Ich habe wieder geschafft, mir mehr die Realität und weniger die Theorie anzuschauen. Das ist immer gut. Und bin guter Dinge. Ja, das ist der große Plan. Irgendwie die Familie am Laufen zu halten, wenn es rundherum bröselt, das ist wichtig. Im Kindergarten, ich war gerade im Kindergarten, da machen sie noch diese Schleckertests. Also die Kinder kriegen so ein Ding in den Mund, wie einen Lolli, das nuckeln sie und dann zeigt das an, ob sie Covid-positiv sind. Soweit die Theorie, ihr wisst, diese ganzen Tests funktionieren sowieso nicht auf die aktuellen Varianten, das wissen wir eh schon. Aber egal, machen die das halt? Mein Sohn macht das innerhalb kürzester Zeit, ich glaube sein Schmäh ist, also er braucht da keine 10 Sekunden für den Test, bis der blau wird, ich glaube der macht das so, dass er drauf rumkaut und wahrscheinlich wird dann irgendwie der Farbbereich entlassen und dann wird es blau. Ja, jedenfalls sagt ein Vater, ja ihr müsst noch immer die Tests machen, nicht ich, ein anderer. Und die sagt, ja, und er sagt, na jetzt aber eh nicht mehr lange, jetzt ist eh bald vorbei. Offensichtlich hat er noch nicht geschaut, was sich gerade abspielt im Covid-Bereich. Apropos Covid-Bereich. Man kann noch impfen gehen. Ich habe das gegoogelt, ich habe gebingt, habe das festgestellt. Ach, da habe ich zu wenig Zement. Das ist natürlich... Für das Feld habe ich zu wenig Zement. Naja, ein bisschen dünner machen. Ein bisschen dünner anrühren, den Mörtel. Ja, jetzt ist eh bald vorbei. Und ich habe geschaut mit dem Impfen. Man kann in Neulenkbach bei einer praktischen Ärztin impfen gehen. Die ist aber eh im Juli auf Urlaub. Im Juli? Ja, im ganzen Juli. Und natürlich werde ich jetzt nicht impfen, weil ich werde jetzt nicht ein Kind diese Impfreaktionen antun, wenn es gerade Highlife in der Schule gibt. Das machen wir nicht. Ja. Und deshalb habe ich geschaut in den Impfstraßen. Die haben jetzt Mittwoch und Freitag nachmittags offen. Und das auch am 1. Juli. Jetzt ist die Frage, ob wir das vielleicht am 1. Juli machen. Wir denken drüber nach. Wir werden uns das anschauen. Und ich mache jetzt noch meine Geschichten. Und dann gehe ich raus und dann schaue ich mal, ob irgendwas Produktives passiert. Los geht's! Da ist das Schalter. Bin schon wieder am Weg zum Auto. Stellt euch vor, es ist kurz nach 11.
Und? Ich habe ein iPhone bestellt! Ja, ich kaufe mir jetzt ein iPhone. Ich steige um von Windows Phone auf iPhone. Ich habe mir ein iPhone 3S bestellt. Und wie es aussieht, werde ich mir noch ein iPhone 4S bestellen. Ja, ich weiß. Ihr habt das voll durchschaut. Es geht natürlich nicht ums Telefonieren. Wobei, ehrlich gesagt, bevor ich eine Android-Gurke zum Arbeiten und Telefonieren nehme, und glaubt mir, ich hätte es probiert mit dem Samsung-Ding da, ja? Und das war nicht billig. Ich glaube, das war 400-Euro-Geschichte. Bevor ich sowas zum Telefonieren nehme, was mich dauernd nervt, was Videos im Fenster abspielt, wenn ich gerade irgendwelche höchst illegalen Inhalte im Web anschaue, und dann kommt meine Frau und ich tippe auf den Home-Button und dann rennt dieses Video im Fenster weiter. Das brauche ich wirklich nicht. Was versteht, was ich meine? Nö, das gibt es beim Windows Phone nicht. Bin schon gespannt, ob die iPhones das machen, sofern ich überhaupt ein Video ansehen können. Naja, vielleicht werde ich wirklich ein altes iPhone nutzen. Keine Ahnung. Wir werden gucken. Ich muss jetzt noch den Anhänger anhängen, denn ich hole Zement. Der Zement ist nämlich gar bis auf einen Sack. Und ich habe schon Angst gehabt, dass es heute gefällt, nicht hinkriegt. Aber ich hole mal den Anhänger und dann reden wir nochmal. Ja, da bin ich wieder. Und zwischendurch lese ich immer wieder so ein paar Zeilen von behördlichen Schreiben. Bist du deppert, zahntes Geschichteldrucker? Es ist unglaublich. Also, wenn ihr glaubt, die Politiker sind arg, nö, die Politiker sind noch normal. Wahnsinn! Die Behörden haben da anscheinend irgendwelche Standardschreiben zu Vorlagen und löschen dann nur einzelne Absätze vielleicht raus, die nicht zutreffen, und zufällig vergessen sie dann ein paar Absätze und da stehen dann in der Aktengeschichte Sachen drinnen, die so ein Stuss und nachweislich falsch sind. Es ist unglaublich. Nein, ich rede nicht von Strafverfügungen wegen zu schnell fahren oder falsch parken. Nö, nö, ich rede von relevanten Dingen, die wirklich in die Eingeweide von Menschen gehen. Wow, ich finde das arg. Naja, es kann nicht überall Profis geben und die Profis sind ja offensichtlich, wenn ich das so sagen darf, im Bereich der IT angesiedelt. Also wenn man sich so anschaut, welche geistige Höchstleistungen, und das heißt ohne Sarkasmus, in so manchen Computerprogramm oder in der Hardware, schaut euch mal an, wie Prozessoren entwickelt und getestet werden. Die Prozessoren, wie die gemacht werden, das ist unglaublich, wie die geplant, also das machen ist wieder eine andere Geschichte, aber das geplant, da sitzen Menschen, die kapieren das, wie man Prozessor macht und was der tut und wie man den, also echt arg. Jo. Also ganz, ganz tolle Sachen. Da bleiben natürlich dann keine intelligenten Menschen mehr für Behörden über. Das ist so. Es ist jetzt schon sehr hart, was ich sage, aber es ist meine ehrliche Meinung. Und wir haben ja die Meinungsfreiheit. In der Politik ist es nicht anders. Jetzt machen sie ein Gesetz, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass es eine Impfpflicht gibt. Dann setzen sie dieses Gesetz aus. Alle gesetzestreuen Bürger rennen schon vorsorglich zur Impfung, dass sie zum Stichtag dann gestochen sind sozusagen. Dann setzen sie das Gesetz aus, damit war das eh unnötig. Und jetzt, wo wir eine Covid-Welle haben, die uns zwar hier in der Lenkbach nicht sagenhaft trifft, aber die Zahlen äußerst bedenklich sind und auch im Krankenhaus schon ein leichter Anstieg zu vermerken ist, da schaffen sie dieses Gesetz ab. Ja, warum machen sie denn das wohl? Ach so, im September sind Wahlen. Profis am Werk. Das ist in etwa so, als wenn ich einen Kunden keinen Virenschutz installiere und verrechne, weil ich weiß, dass er in einem halben Jahr neue EDV kriegt. Muss ich ihm trotzdem einen Virenschutz geben, weil wenn er nämlich in der alten EDV seine Daten schießt, dann braucht er keine eigene EDV mehr. Das ist ähnlich bei den Menschen. Sind wir tot, dann brauchen wir auch keine Politiker. Das ist ein Konzept. Das ist das Plan. Das ist der Plan. Die wollen die Menschen alle miteinander umbringen, damit sie nicht mehr gewählt werden müssen, sondern einfach sagen, so, jetzt sind ja keine mehr dort, die wollen können, jetzt bleiben wir. Das ist ein glorreiches Konzept. Also darauf hätten wir schon früher kommen können. Hui! Ja, das Wetter ist spannend. Es ist warm. Also das Betonabziehen war echt schwierig für mich. Ich habe da irgendwie so kreislaufmäßig echte Herausforderungen, sage ich mal.
Und jetzt denke ich gerade noch, meine Frau wollte irgendwas, Schokobananen wollte sie. Die werde ich hier bei Gelegenheit einmal zukommen lassen. Und dann wird alles viel einfacher. Ja. Ich bin auf jeden Fall froh, dass wir da so eine schöne Clique sind. So nette Menschen. Da kommen auch sehr dezente Fragen, die ich dann beantworte. Das gefällt mir. Und ich finde es schön, dass wir eine gute Zeit haben. Sagt mal, weil wir gerade von guter Zeit reden. Meine Frau tendiert ja zum Urlaub. Das wisst ihr. Meine Frau fährt gerne mal weg, legt die Füße hoch und lässt sich um teures Geld bedienen. Ihr wisst, meine Art und Weise zu genießen ist es, zu Hause zu sein, die Füße hochzulegen, schauen, dass er Ruhe ist und mein Geld für schöne Dinge auszugeben. Wie zum Beispiel Lego oder iPhones, alte iPhones. Wisst ihr, die kosten gar nicht viel. Die 30 Euro kriegst du heute das iPhone. Außer du willst das erste iPhone. Das erste iPhone, ui, das Original iPhone, da bist du schon bei 300, wenn du das willst. Naja, die Frage. Ihr wisst, ich kaufe die Dinger fürs Museum und bin jetzt natürlich durch diese Geschichte wieder verleitet, Nokias auch zu bestellen. Dabei ist das Geld so aus. Zum Glück habe ich ja das Geld überwiesen. Ja, damit hält sich das jetzt sehr in Grenzen. Und wenn ich da so auf die Tankanzeige schaue, werde ich vermutlich gar nicht mehr viel machen, weil ich jetzt zur Tankstelle fahren werde. Das sind so die konkreten Konzepte meines Lebens. Und morgen ist schon wieder Wien. Ja, da wird es wieder später. Da ist meine Frau nämlich beim Singen in den Gärten. Morgen singen die Chöre in den Gärten von Wien. Das kann ich euch nur sehr nahelegen. Meine Frau hat ja keine Hemmungen und hat auf Facebook schon gepostet, wann sie wo singt. Und ich werde auch dort sein. Und wenn ihr wollt, können wir dort ein Selfie machen. Oder ein Selfie. Ein Video. Selfie. Das könnte man machen. Oh, jetzt habe ich meinen Umhänger nicht mit. Das liegt daran, dass ich gerade im Arbeitsplan bin. Ihr wisst Bescheid. So, ich besorge mir den Zement und dann fahre ich nach Hause. Da rede ich aber nicht mit euch. So heute ist. Covid-Zahlen und Fakten vom 24.06.2026. Nö, was macht der Premiere da? Also wirklich, ich bin entsetzt. Vom 24.06.2022 9.138 laborbestätigte Fälle, 4.581 gestern und 617,1 ist die 7-Tage-Inzidenz. Jetzt stellt's euch mal vor, ich sitze gerade im Wohnzimmer beim Rechner, das Telefonat wird verhindert. Perfekt, da haben wir Zeit, dass wir uns endlich die Fotos von Swing Kitchen anschauen. Ja, nur drücke ich kurz Pause, damit ihr das seht. Ich hoffe, jetzt sind die Zahlen schon durchgescrollt. Ach, wir machen das super. Da bin ich wieder. Wir waren bei Swing Kitchen vor ein paar Tagen. Ihr wisst Bescheid, am Mittwoch. Das Essen habe ich nicht fotografiert, wie bereits angekündigt. Das waren Pommes und Burger. Also attraktiv sind die Burger nicht. Und sie sind auch nicht attraktiv, wenn sie verdaut sind, kann ich mit jetzt gerade aktueller Information euch geben. Das hat euch sicher brennend interessiert. Aber was attraktiv ist, ist die Preistafel. Die schaut nämlich so aus. Schaut euch das an. Was die alles haben. Was das kostet. Unglaublich. Von und zu überhaupt. Mit Preisen. Und zwar keine niedrigen Preisen, wenn ich das so sagen darf. Da ist ja fast der Benzin noch billiger. Ja, das sind die Preise. Und dann haben sie noch Nachtisch. Schaut euch den Nachtisch an. Der schaut toll aus. Der ist so ungefähr für Ameisen von der Menge her. Die Preise sind für Riesen. Ich habe keinen gekauft, weil ich zu sierig bin. Ganz ehrlich, ich weiß, dass er gut ist, aber er ist zu sierig. Schaut euch das an. Ist das nicht? Schaut doch toll aus. Also Tiramisu und wird wahrscheinlich mit Kaffee sein, wie ich die kenne. Aber ohne Milch und so. Und dann diese Schnitten. Also schon sehr lecker. Ja! Und jetzt drücke ich nochmal Pause, denn wir waren heute auch essen. Ja, Pause. Da bin ich schon wieder. Wir waren heute bei Damaskus. Und wie soll ich sagen? Es war spannend. Also erstens waren wieder diese zwei mega attraktiven jungen Männer dort mit diesen Kringelhaaren. Die haben Haare und die haben sie gepflegt und gekringelt. Die sind, machen wir ein Thumbnail. Die sind überhaupt die besten, die Männer dort. Ja, und sie haben sich sehr bemüht und wir haben bestellt. Ohne Kinder haben wir bestellt. Die Falafeln, die sind gekommen mit Hummus und Granatapfelkernen. Also wie kann man auf die Idee kommen, Granatapfelkerne darauf zu schmeißen? Ja, egal. Hat so ausgeschaut und auch, ja, sie waren gewärmt, die Falafeln. Sie haben jetzt nicht vom Hocker gerissen, aber sie haben keinen bitteren Nachgeschmack gehabt und waren eigentlich interessant. Hummus war auch okay. Also es war okay, nicht herausstechend, aber absolut gut. Gut, aber nicht herausstechend. Nicht perfekt, nicht herausstechen,
Und nicht grauslich. Oft sind Falafeln und Hummus ja grauslich, wenn du das im Supermarkt kaufst. Naja, und dann hat sich meine Frau bestellt die Pasta Pomodoro. Wie hat die? Pomodoro? Pomodoro. Pomodoro. Hat sie bestellt. Und die war spannend, denn die Soße, die war fluffig. Fluffige Tomatensoße. Ich habe die letzten Tomatennudeln von Servus Pachetti gegessen, die Reste meines Sohnes. Da waren die Nudeln spannender. Das waren ganz Edelnudeln. Aber die Sauce war beim Damaskus interessant. Ja, und dann, jetzt muss ich in die Küche gehen. Hoffentlich sehen wir nicht die Frau. Ich habe gegessen die Pasta Gorgonzola. Das ist mehr so eine Oberscreme Gorgonzola. Die war total unaufdringlich. Echt okay. Die Menge war nicht gefährdend. Die Italiener haben sich im Grab umgedreht, denn die haben ernsthaft die Spaghetti geschnitten. Auch bei meiner Frau. Sie war hoch. Aber einen Löffel haben sie dazugegeben, da kann man es gleich wie ein Suppe messen. Aber meine Frau trennt. Tast du auf YouTube? Ja. Meine Frau trennt Eier. Schau, Wenzel, so geht das. Das war jetzt ein Insider-Gag, verzeiht. So, und dann habe ich Nachtisch gekauft. Und zwar diesen Creme-Pudding. Ich habe ihn jetzt im Kühlschrank. Und den zu kaufen, das war sehr spannend. Da ist nämlich was geschehen, womit ich nicht gerechnet habe. Das schaut euch aber mal selber live an. Geht einmal hin und kauft sowas. Und dann schaut genau, was passiert. Das war echt spannend. Und dann haben sie noch was gehabt. Schaut mal, das musste ich unbedingt kaufen. Grüner Kuchen. Also das ist doch ein Riss, oder? Grüner Kuchen. Er hat nicht gewusst, was das ist. Er hat dann telefoniert und gemeint, das ist eine Obersoße mit marmeladenartig. Topfen. Mir hat er Obers gesagt. Ja, danach hat er dann. Also ich habe Topfen, schaut aus wie Topfen, habe ich gesagt, und er hat gemeint Obers. Aber Topfen bis Obers ist nicht so viel Unterschied. Und wenn wir gerade in der Küche sind, zeige ich euch unseren Mixer. Das ist nämlich lustig. Wir haben einen Mixer. Und wir haben einen Mixer. Und wir haben einen Mixer. Jetzt haben wir endlich 6 zu Sprudler und können jederzeit sprudeln, auch wenn gerade Sprudler wenn in beiden Geschirrspülern schon Sprudler sind, können wir trotzdem noch sprudeln. Das ist ein glorreiches Schlusswort. Danke fürs Zusehen, schön, dass ihr dabei wart. Morgen wird es wieder später, da sind wir beim Singen in den Gärten in Wien. Kommt doch gerne mal vorbei. Meine Frau hat auf Facebook gepostet, in der Gruppe Neuen Lenkbach rundherum und sonst noch irgendwo, wann sie wo singt. Und ich werde dort sein und da können wir Halligalli machen. Während die singen, können sie uns nicht stören, da können wir Plätzchen machen. Das ist der große Plan! In diesem Sinne, bis später, bis dann, bis irgendwann hier auf diesem YouTube-Kanal.